So sieht ein echter Barhonig aus. Schön verdeckelt bekommen die lieben Kunden den Honig vom Bivital. Und wo wir besonders stolz drauf sind, diese tollen Naturwaben sind tatsächlich echte Naturwaben, weil wir hier keine vorgeprägten Mittelwände den Bienen geben. Das heißt, das, was ihr hier seht, liebe Menschen, haben die Bienen wirklich zu 100% aus eigener Kraft gebaut. Und wenn man das hier essen tut, ist das nochmal eine ganz andere Nummer, wie auf einer Wabe rumzukauen, die eine vorgeprägte Mittelwand hat. Ich versuche die natürlich immer ziemlich passgenau zurechtzuschneiden, dass der Kunde dann auch ein schönes Stückchen genießen kann und dass die auch ziemlich passgenau hier in die Schalen eingefügt werden können. Selbstverständlich haben die Bienen, wie man hier sieht, einen kleinen Leitwachsstreifen bekommen. Das ist so eine künstliche Mittelwand, natürlich aus echtem Bienenwachs, aber halt von der Maschine vorgeprägt. Und die Mittelwand geht maximum so einen halben Zentimeter hier über das Rähmchen raus. Das mache ich nur deswegen rein, damit die Biene ganz gerade darunter baut und dann irgendwelche krummen Brücken baut. Und deswegen schneide ich immer hier diesen kleinen Ansatz dann auch dementsprechend weg, dass der Kunde das hier nicht essen tut. Da wäre nur die Naturwabe, die über den Leitwachstreifen angebaut wird. Sieht man auch schön, dass da hin und wieder mal ein anderer Honig mit drin ist. Das ist das Schöne an Naturwaben.